kicks your ass. Razzmatazz. Und das sind diese Männer, die diesen Satz sagen. Und könntet ihr mal für alle, die nicht so das Englische beherrschen, sagen, was ihr gerade gesagt habt, weil ich möchte es nicht sagen. Wir lieben euch alle, kauft unser Album, genau. Macht uns berühmt. Weil schön sind wir schon, ja. Apropos, Tom, darf ich mal dein... So ist es. Sehr gut, du warst in der Schule in Englisch. Gut, darf ich mal kurz deinen Puls fühlen? Bitte. Ich finde, das geht noch dafür, dass euer Album rauskommt, ne? Ja. Ist man da nicht eigentlich irre nervös? Doch, du solltest den mal fühlen, wenn nichts los ist. Sehr schön. Jetzt haben sie die Jungs schon mal gesehen. Auf jeden Fall haben sie Humor und wie sie klingen. Schauen Sie rein. Erst mal vorstellen. Also das ist der Tom und der PU. Ihr seid Mitglieder der Band Razzmatazz. Bei Halleluja denke ich so, ach, Halleluja, endlich ist es vorbei. Was ist für euch Halleluja? Ja, endlich geht's los. Ja. Das ist ja so unterschiedlich. Ja, selbstverständlich. Halleluja, endlich geht's los. Was ja. geht denn endlich los? Dass das Album endlich da ist? Ja, da freuen wir uns drauf und das Album rauskommt. Es ist unser viertes Album mittlerweile. Und jeder sagt natürlich, das neueste Album ist das Beste. Sind alle gut, aber Halleluja ist irgendwie geil. Ihr als Rocker, steht ihr zum Beispiel auch auf klassische Musik oder könnt ihr damit nichts anfangen? Also ich denke, unsere aller Hörgewohnheiten sind sehr breit aufgestellt, aber die Musik, die uns erreicht, und ich glaube, das ist, was uns auch in der Band vereint, das ist irgendwie... Das ist dieser Kick-Ass-Rock, da kann ich trotzdem auch mal Klassik hören oder Jazz oder Hip-Hop oder Rap oder was auch immer. Ja, vor allem, du musst jetzt, weil wir waren bei den Windenden Konzerttagen, die sind jetzt gestartet am Wochenende und da geht es um klassische Musik und da nehme ich euch und sie jetzt mit hin. Es hat toll geklungen gerade, gell? Und ich habe hier gerade das Programmheft von der Konzerttagen Winnenden. Und es gibt so viele tolle Sachen. Zum Beispiel morgen Heimat für alle, das ist das Orchester der Kulturen. Die romantische Klassiknacht am Freitag. Aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, bis das alles so klingt, wie es klingt, muss vorher noch kräftig, schauen Sie mal, geübt werden. Die Musiker packen zusammen und die Generalprobe ist vorbei. Und Björn, du hast gerade gesagt, ich muss euch ein Kompliment machen. Echt super gemacht. Was haben Sie denn so super gemacht? Wir haben uns gestern getroffen hier und dann heute direkt Konzert. Es sind ein paar neue Sachen dabei, für dieses Konzert speziell gewählt. Oh ja, die müssen dann in einem Tag, müssen die eigentlich Konzert fertig sein. Und da habe ich sie für gelobt. Was ist für dich das Besondere beim Dirigieren? Gib uns mal einen Einblick. Es ist nicht nur das Wissen von Musik, aber auch das Übertragen und speziell übertragen, ohne was zu sagen. Es passiert unglaublich viel nur mit den Augen oder mit den Händen. Und diese Wechselwirkung, die geht sehr, sehr schnell. Und da sind Sachen dabei, die kann man lernen und es gibt Sachen, die kann man halt nicht lernen. Die müssen halt dann schon anwesend sein. Also ist es wie eine Berufung quasi und kein Beruf? Ja, im Prinzip schon. Ich wusste gar nicht, dass wenn so eine Probe vorbei ist, dass es so entspannt zugeht und ihr hier rumchillt. Macht ihr das immer so? Ja, das machen wir immer so. Ja? Ja, es ist wichtig, vor dem Konzert nochmal runterzukommen, ein bisschen Zeit für sich zu haben. Das ist normal, ja. So, Herr Holzwart. Schönen guten Abend. Hallo. Das ist doch eines der angenehmsten Jobs, oder? Wenn man so einen Termin hat. Beim Landesblasorchester, gerade Vize-Weltmeister geworden, bei der Weltmeisterschaft für Blasorchester. Macht man sowas gerne? Absolut. Und ich freue mich sehr auf den Abend. Wir haben mit Sicherheit eine absolute Perle heute auf der Bühne. Und ich freue mich ja, dass das Ganze in so entspannter Atmosphäre heute Abend stattfindet. Und letzte private Frage vielleicht noch, Herr Holzert. Welches Instrument spielen Sie jedes Jahr zum Beispiel an Weihnachten unterm Weihnachtsbaum? Also ich habe das Vergnügen, dass ich Hausmusik genießen darf. Ich selber trage allerdings nichts bei, außer den Gesang. Wunderbar. Dann wünsche ich uns jetzt einfach ein schönes Konzert und schön, dass Sie kurz Zeit für uns hatten. Sehr gerne. Viel Spaß Ihnen auch. Thank you.
Ja, die Konzerttage, wenn Sie es interessiert, gehen übrigens noch bis zum 9. Februar. Also es ist ein absolutes Highlight. Was ich persönlich bei euch ein Highlight finde, ist euer Name, ne? Razzmatazz. Razzmatazz, gut ausgesprochen. Ist das ein Problem, das Aussprechen? Nicht auf der Welt. Auf der Welt an solche nicht. Eher in Deutschland, ja, weil da wissen die Leute wenig damit anzufangen und lesen das und sprechen das, wie sie es lesen. Aber weil wir gerade die Welt angesprochen haben, ne? Ihr gehört zu den wenigen schwäbischen Bands, die tatsächlich in amerikanischen Radiostationen gespielt werden. Das ist ja unglaublich. Wie schafft man das? Ja, das ist geil. Also in letzter Konsequenz ist vielleicht auch immer ein Stück weit das Prinzip Zufall dabei, weil manchmal, wir leben nach dem Motto, wir sind vorbereitet, falls die passende Gelegenheit kommt. Und der Name, wie ist der dir eingefallen? In Amerika ebenfalls, wobei das jetzt nichts miteinander zu tun hat, weil 10 Jahre Differenz drin sind. Aber übrigens, wir werden nicht nur in Amerika gespielt, wir werden in China gespielt, in Indien, in Russland, in Alaska, in Alaska. Und das ist noch nicht zu Ende, das geht weiter und da freuen wir uns sehr drüber. Das ist eine starke Sache. Ja. Das ist total cool, was du erzählst, aber du hast überhaupt nicht meine Frage beantwortet. Ja, das stimmt. Was war denn die Frage, Claudia? Sag mir nochmal die Frage. Wie geht's dir, Tom? Wie es mir geht? Ja. Mir geht's super. Mein Puls ist optimal bei 60, so wie er sein muss. Ja, du hast jetzt nochmal die Werbungszeit, darüber nachzudenken, was für eine Frage ich dir gestellt habe. Wir geben kurz ab und bis gleich. Und wir sind zurück mit den grübelnden Jungs von Razzmatazz. Tom, ist dir eingefallen, was für eine Frage du mir eigentlich beantworten solltest vor der Werbung? Ja, Razzmatazz kommt daher. Darum ging es nämlich. Ja, das kommt, ich war auf einer Tour mit dem Motorrad in Amerika vor 10 Jahren. Und wir fuhren da so lang. Und dann haben sich so ein paar heimische Biker dazu gesellt. Irgendwann haben wir so uns unterhalten während dem Fahren. Plötzlich sagt er: Look there, Tom, there, there's a Razzmatazz. Und wir fuhren näher ran und hatten da 200 Leute auf dem Mittelstreifen von diesem 4+4 achtspurigen Highway ein Barbecue gemacht. Ja, weil das war einfach ein toter Highway, da war gar nichts. Ja. Und dann sagt er: Naja, was bedeutet Razzmatazz? Na, das bedeutet so viel wie eine gute Zeit haben, Spaß haben, Halligalli, Tohuwabohu, einfach gut drauf sein und yeah. Ich habe gesagt, wenn ich mal wieder eine Band gründe oder wenn ich eine Band noch mal gründen sollte, dann heißt die Razzmatazz. Das ist echt cool. Und apropos wild und verrückt und wie du sagst, ich habe ja eigentlich gedacht, ich treffe hier auf langhaarige Rocker und habe gedacht, ja, wir können mal zusammen Headbanger, aber das wird wohl nichts, ne? PU, bei dir sieht es ja noch schlechter aus als bei Tom. Ja, was heißt noch schlechter aus? Ich würde sagen, mittlerweile sieht es besser aus. Ja, ja. Es sah schon schlechter aus. Ich bin natürlich im Grunde meines Herzens absolut langhaarig und ich war es auch lang genug, aber irgendwann war die Zeit eben gekommen und der Kahlschlag musste her, aber im Herzen bist und du in meinen Gedanken bin ich langhaarig geblieben. Das ist eine geblieben, schöne Aussage. Und jetzt schalten wir in meinen nächsten Beitrag. Und zwar bin ich jetzt seit über einem Jahr mit meiner Kultursendung unterwegs. Und eines der coolsten Location ist das im Spaderwelt Event Center hinterm Hauptbahnhof. Oh. Und da waren wir mal wieder. Und mit was sehen Sie jetzt? Ja, keine Sorge, ich habe nicht vergessen, dass wir Winter haben, aber schauen Sie mal, was für ein toller Tag. Die Sonne scheint und ich fühle mich so ein bisschen so wie diese Festivalzeit, die wieder auf uns wartet hier in Stuttgart, unter anderem mit den Jazz Open. Und damit wir nicht so lange warten müssen, gibt es jedes Jahr die Jazz Open Night und wir treffen da gleich Jazzanova. Also das sind sehr, sehr coole Jungs und während ich reingehe, schauen Sie schon mal, wie die klingen. Der Song, den Sie gerade gehört haben, ist übrigens von Ihrem neuen Album The Pool. Und wenn hier später mal alles aufgebaut ist, sehen Sie Jazzanova natürlich nochmal in Live-Action. Jazzanova ist ein Musikkollektiv aus DJs und Produzenten. Seit 22 Jahren sind sie jetzt schon am Start. Die Musik von Jazzanova ist immer geprägt von ihrer Vorliebe zu Rhythmen. Aber sie experimentieren auch viel. Auf dem neuen Album gesellt sich zu Jazz und Soul auch Pop-Elemente. Die Jungs sind extra aus Berlin angereist. Und ich will von Stefan von Jazzanova gleich mal wissen, warum es eigentlich 10 Jahre gedauert hat, bis sie endlich wieder ein Album auf den Markt geschmissen haben. Wir haben ja nicht die 10 Jahre jetzt nur am Album gesessen, das wäre schon krass. Es gab halt viele Sachen zwischendrin, vor allem viel live haben wir gespielt und viele andere Projekte, Labels und also Labels betrieben oder weiter, die wir auch immer noch betreiben. Also es gab immer viel zu tun und dann muss man sich immer mal zusammenreißen und auch mal wieder ins Studio gehen, sonst vergehen die Jahre und man muss sich auch mal wirklich die Zeit nehmen. Das ist das Wichtige.
Ich bin sehr oft im Spaderwelt Event Center, weil hier immer wieder sehr coole Sachen stattfinden. Hier, wo wir sitzen, wird nachher das Publikum sitzen. Ja. Erste Frage ist, wie findest du die Location hier? Und zweite Frage ist, möchtest du irgendwann, dass die Leute aufstehen und da vorne tanzen? Ich beantworte mal gleich mal die zweite Frage. Also auf jeden Fall, wann immer wir bestuhlte Location spielen, ist es eigentlich sehr schön, wenn die Leute mal aufspringen und tanzen. Und ja, die Location sieht gut für mich aus. Bühne ist schön groß. Wir passen alle gut drauf, weil wir sind ja neun Leute. Manchmal haben wir auch schon auf sehr schmalen Bühnen gespielt. Und ja, vielversprechend auf jeden Fall. Normalerweise entsteht der Sound von Jazzanova am Computer. Es ist dann immer etwas ganz Besonderes, wenn sie mit Musikern auf Tour sind und auf der Bühne stehen und live performen. Ich bin immer, wenn die Show losgeht, bin ich immer am Start. Und dann passiert auf der Bühne eine Magie, hört sich doof an. Aber es ist immer so ein Miteinander. Man freut sich, wenn der so ein Phil spielt. Wenn da einer sich verspielt, gucke ich so ein bisschen rüber. Und irgendwie ist es immer so ein Interagieren. Das macht irgendwie Spaß. Und die Zeit geht immer relativ schnell um. Und dann geht's los. Das Sparda Welt Event Center ist gerammelt voll. Lange hat keiner auf seinen Stühlen gesessen. So, und an dieser Stelle ist mir das tatsächlich ein bisschen unangenehm, weil normalerweise, wissen Sie, endet meine Sendung jetzt mit meinen zwei Gästen und zwei Veranstaltungstipps. Wir haben das Interview natürlich aufgezeichnet. Ich bin nach Hause gegangen und da ist mir eingefallen, ich habe das vergessen. Ich weiß nicht, wie mir das passieren konnte, aber Gott sei Dank gibt es moderne Technik und ich habe in diesen Sekunden PU angerufen und dazugeschaltet. Hallo! Hallo! PU, mir ist das total peinlich, aber kannst du jetzt einfach nochmal anstandshalber deinen Veranstaltungstipp raushauen und dann sagen wir einfach nochmal Tschüss zusammen, okay? Du darfst loslegen. Okay, alles klar. Sehr gern. Also die nächste Veranstaltung, die ich besuchen werde in Stuttgart, und das ist auch mein Veranstaltungstipp, ist Backblech am 23. Februar im Theaterhaus in Stuttgart. Irgendwie gefällt mir das, wenn ich dich so in deinem Wohnzimmer sehe. Und mein Tipp ist, am 15. und 16. ist im Witzemann eine coole Designermesse. Da sollten Sie auf jeden Fall hingehen. PU, vielen, vielen Dank, dass du mich gerettet hast. Mein Chef sagt immer einmal mit Profis, aber nächste Woche funktioniert es dann wieder. Jetzt sagen wir noch anständig Tschüss, okay? Also, ja klar, Claudia. Vielen Dank für den Anruf und Tschüss.